So, damit auf jeden Fall herzlich willkommen hier. So, damit auf jeden Fall herzlich willkommen hier zum Video. Und ich habe die Patch Notes schon von Epic Games selber zugeschickt bekommen. Und heute wird es auf dem offiziellen Fortnite-Kanal ein Fortnite-Event geben. Den Link zu dem Kanal findet ihr in meiner Videobeschreibung und in den Kommentaren. Da wird heute richtig die Season 3 zerfetzt. Und wir wollen auch gar nicht lang fackeln, sondern fangen auch direkt schon mit den Patch Notes an. Also, ihr seht es hier, videotechnisch Season 3, also diese neue Outfits, Backblinks, also wenn du uns Skydiving FX, das heißt Animation, wenn ihr aus dem Bus rausspringt, wird es Animation zu kaufen gehen und so weiter. Dann, es wird sehr, sehr viel Kosmetik nochmal dazukommen. Dann gibt es hier eine Handfeuerwaffe, eine etwas größere. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie die aussieht, ob das so eine Deagle wird. Mal schauen. 60 FPS auf der Konsole ist natürlich mega fett für die Leute, die auf der Konsole spielen. Mega cool in Battle Royale. GZ da auf jeden Fall an die ganzen Leute auf der Konsole, dass ihr jetzt das Ganze auch mit 60 FPS spielen könnt und streamen könnt und so weiter. Dann hier für Rettet die Welt Hoverboard, da gehen wir einfach direkt weiter. So, dann haben die hier ganz, ganz viele Sachen für das Building verändert. So, ihr seht es, es gab immer mal die Sache, dass du nicht zwischen einem Auto, nicht zwischen einem Busch, nicht zwischen einem Holz bauen kannst, so wie es hier geschrieben ist. Wird es möglich sein, mehr Platz zu schaffen in dem Bauvorgang? Das heißt, es kann mehr gebaut werden. Ja, ganz klar. Das heißt, das wird das Bauen auch nochmal verstärken. Es wird alles sich nochmal so ums Bauen drehen. Ja, kann man so sagen. So, dann hier noch ein sehr, sehr interessanter Punkt, wo man auf jeden Fall oft gestorben ist. Wenn ihr beispielsweise baut und euer Holz geht während des Bauens verloren, springt es direkt auf das nächste Material rüber und ihr könnt weiterbauen. Das heißt, ihr könnt die ganze Zeit durchspammen und euch keine Gedanken machen, ey, ist da jetzt gleich mein Holz leer? Ja, auch das verbessert das Bauen nochmal erheblich und ihr könnt einfach voll wegbauen. So, ihr habt natürlich die Möglichkeit dann auch noch dazu, das ganze Feature auszustellen. Ne? Also es wird ein Turbo-Bauen geben, sozusagen, wo du wahrscheinlich mit beiden Maustasten extrem viel bauen kann. Wenn ihr das beherrscht und gleichzeitig dann schnell rüber switchen könnt zu der Waffe. Das halte ich auf jeden Fall ziemlich krass, weil manchmal, wenn ein Squad dich anschießt oder so ein ganzes Team, dann hast du gar keine Chance, noch irgendwie zurückzuschießen, sondern willst einfach aus der Situation, sag ich mal, entkommen. Und baust dich einfach komplett weg und dann irgendeinen Abhang runter oder wie auch immer. Also, dann gibt es eine neue Musik, kommt dann eine Farbblindenfunktion, kommt auch dazu. Hier die Bugfixes, könnt ihr gerne das Video pausieren, will ich nicht weiter drauf eingehen. Dann hier Battle Royale Waffen, ja. So, Hand Cannon, also eine Deagle, ja. Schwere Munition hat das Ding. Episch und legendär. So, es gibt's ganz normal, kann überall rumliegen, ihr wisst es, Airdrops, Kisten. So, dann hier der Punkt, habe ich auch schon auf Twitter gepostet. Falls ihr auf Twitter noch nicht gefollowt habt, ist auch in der Videobeschreibung. Da gehe ich auf solche Punkte ein, die schon getwittert haben. Double Pump Gun zu nerven, war auf jeden Fall krass. So. Auch krass wichtig, meiner Meinung nach. So, Granaten haben nicht länger die Fähigkeit zu critten. Ich wusste gar nicht, dass die Fähigkeit haben zu critten. So, dann haben sie den Valentinstag-Skin von der Armbrust runtergenommen. Das heißt, die Armbrust sieht ganz normal aus. Hier seht ihr, die haben die Drop-Chance von den ganzen Pistols extrem erhöht. Und gleichzeitig die Silencer Pistol reduziert. So, dann hier wieder Bugfixes.
Hier 60 FPS, darauf sind wir schon eingegangen. Gameplay. Also so wie ich das verstanden habe, werdet ihr in der Lage sein, in der Bewegung schon eine Kiste aufmachen zu können oder einen Spieler zu reviven können. Ist natürlich vom Vorteil für die Leute, die dann kurz vorm Sterben sind und ihr könnt sie dann schon wiederbeleben in einem gewissen Laufradius. So, hier ist ganz klar diese ganzen UI-Sachen, so, dass man die ganze Map aufmachen kann. Wenn man spectatet, ist mega geil fürs Casten. Mega cool für mich an der Stelle. So, dann hier Social. Auch paar interessante Sachen dabei. Audio hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber egal. Save the World ist nicht so interessant für uns. Und ja. Jetzt gehen wir zusammen dann nochmal auf den Trailer ein. So, das waren die Patch Notes. So. Ein bisschen laut, Madame. So. Ihr seht es da jetzt, ne? Also hier. Nochmal zurück. Das wird es so geben. Ja? Das heißt, ihr werdet aus dem Battlebus runterspringen und werdet die Möglichkeit haben mit diesem Astronauten-Skin. Hier sehen wir einmal in schwarz, in rot, in weiß. Diese Feuerfunken hinter euch, die werden zu sehen sein. So. Dann sehen wir hier so einen Assassin-Ninja-Skin mit so einem roten Visier hier oben drauf. Sieht auch mega sexy aus. Tolle Tänze. Da kann man auch nochmal drauf gucken. Das heißt, wir haben hier den klassischen Roboter. Auch ein geiler Skin. Dann hier neue Spitzhacken. Ich muss ganz ehrlich sagen, die sehen auch sehr, sehr cool aus. Passt natürlich hier zu dem Astronauten-Ding mit der Rakete und so weiter. Und das mit dem Bleistift finde ich auch sehr, sehr cool. Hauptsache immer was Neues. So, deswegen. Skins immer mega. Heftige Hängegleiter. So. Da haben wir einmal, also die Rothaarige mit dem Einhorn, mit dem roten Haar, die finde ich persönlich ziemlich geil. Da passt natürlich der linke Hängegleiter perfekt dazu. Dann hier zu dem rechten Camouflage, zu einem schwarzen Ritter, zu was Dunklem, mega. Camouflage, Hängegleiter, mega geil aus. So, dann hier das sieht auch nochmal richtig mega aus. Den schwarzen Rucksack, ich muss mal zur Seite gehen. Der schwarze Rucksack, der sieht auch mega fett aus. Den würde ich mir sofort gönnen. Astronauten-Skin, was es halt dazu alles gibt. Mega heftig. Ich denke, das ist aber auch auf jeden Fall erstmal. Dass es auf jeden Fall erstmal nur Kosmetik ist. Also man muss nicht dazu extra irgendwas machen. Ne? Nur für Style. So. Da hat die gewunken und hier nochmal, das sieht wirklich richtig fett aus, ja. Das heißt, ihr seht es hier, das sieht einfach wie ein John Wick Skin aus, ja. John Wick komplett im Modus, wie du in vier Leute reinläufst und alles wegschnetzelst. Ist ja so fett gemacht. So, hier. Also, Battle Pass Season 3. Zum Battle Pass werden wir auf jeden Fall auch noch heute viel, viel drauf eingehen. Und ich bin mega hyped auf Season 3, was die daraus machen. Ich lasse euch auf jeden Fall noch eine coole Runde drin. Ich würde mal sagen, Kuss aufs Auge. Viel Spaß morgen mit dem ganzen Event, mit der ganzen Season. Ich habe mega Bock schon auf die Season. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie hyped ihr ungefähr seid auf die Season, wenn dieses Video frühmorgens online geht. Kuss aufs Auge und wir sehen uns heute auf dem offiziellen Fortnite-Twitch-Kanal. Reingehauen. Geht auf den Shop, klar, aber wartet bis zum 1. April. Ne? Also bis zum April, ich weiß nicht, ob es der 1. wird. Ich sag mal so April. Ich ziehe euch allen die Schuhe aus. Okay? Ihr werdet euch fragen, wie kann der mit dieser Reichweite so einen krassen Match machen? Und dann werde ich einfach sagen, ja, Ibims, Mick. Okay, fertig. Ja, jetzt ist bei ihm eine Waffe, oder? Das wäre richtig geil.
witzig. So. Wo bist du lang gelaufen? Du geistig. Meine Fresse. Komm zu Papa. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bäh, bäh. Wo? Ich sehe, haben können, ist auch gut. Ist auch sehr, sehr gut. Ich bin stark verwirrt. Da ist die Scheune noch auf der einen Seite zu. Meine Augen müssen sich. Komme aus Bergedorf, weiß nicht, ob du das kennst. Guck mal, es hätte alles sein können, ne? Aber ein Busch. Bergedorf, da klag ich Bergedorf. Alles klar. Natürlich. Leon, vielen, vielen Dank für 15 Euro. Leon, wenn du mich irgendwo siehst in Hamburg, für die ganzen Spenden hier, darfst du mich auf jeden Fall anspringen. Einmal. Lisse, grüße dich, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Sehr geil. Ich glaube, ich nehme lieber die Pumpkin mit. Ich guck mal mit der Maschinenpistole, ob ich irgendwas snipen kann. Und bleib erstmal ganz entspannt an der Hügelkante stehen. Phosphor, danke für den zweiten Monat, Bro. Saft. Ja, an alle Subs, kommt ruhig auf den Discord. Kommt da bei den Subs rein. Saft. Da schreiben wir alle immer. Bisschen Aktivität auf den Discord. Ab geht das. Ja, siehst du? Er hittet mich wieder als erstes. Wisst ihr warum? Ist einfach so, weil ich die Scheiße am Schuh habe. Okay? Also erstens, so weicht man einer Granate aus. Zweitens, lern mit dem Raketenwerfer zu schießen, mein Bester. Ne? So geht's nämlich nicht. So macht man das nicht. Ich bin einfach über die Granate rübergesprungen. Ist das der Disrespect? Ja, das ist er. Moppy, Moppy. Darfst du doch nicht pauken? Out Inspiration. Danke für deinen Sub, mein Lieber. Kuss aufs Auge. Blauer AR habe ich zum Triggern zurückgelassen. Dass ihr einen Grund habt, um euch aufzuregen. Hoffe, das ist in Ordnung. Du Scheiße. Nehme dich beim Wort.
Alles klar. Er ist durch die Fallen durchgerannt. Razor Ares! Holy fuck! Danke für den neuen Sub. Und Leon. Holy shit. Was bist du für ein krankes Schwein, Bro? Für 30 Euro darfst du mich zweimal besprengen. Okay? Top Donation Emote! Danke, Leon, dass du mir so viel spendest, mein Lieber. Vielen Dank. Das ist viel Geld. Hab viel Geld für die Kamera heute ausgegeben. Beziehungsweise gestern. Danke. Danke, dass ihr da seid, Elite. Ist immer eine Ehre, mit euch zu streamen. Mit jedem einzelnen von euch. Ich hol mir kurz Chips. Mach nichts Krasses, bitte. Gorilla? Satz des Tages, bis jetzt. Gott, da müssen die Chips doch schon offen sein. Was ist denn da los? Was ist denn das für eine Stream-Vorbereitung, mein Lieber? Das geht so nicht. Viel höher, viel, viel höher. Lädel, 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 lädel. Was? Also eigentlich, meine Damen und Herren, war der Sniper-Shot drauf, okay? Lol. Wie cool. Ska? Hast du goldene Ska? Ne, goldene Sniper. Sonst hätte ich nämlich einen gewissen Satz gesagt. Ein oder andere kann sich eventuell denken, was ich gesagt hätte. Liebe geht raus, wie gesagt, nehme ich beim Wort, wenn wir uns sehen sollten. Komm ran, Leo. Komm ran, Brody. Du bist sie nicht würdig. Ja, 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 genau das. Genau das. So, wer hat das neue YouTube-Video gesehen? Ha? Wer hat's gesehen? Wie hat euch das YouTube-Video heute gefallen? Ach du Scheiße.
Guck mal, das Ding ist, manchmal musst du halt, ich sag dir, manchmal musst du einfach den. Halt, stopp, Auszeit. Auszeit, 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 Auszeit. Manchmal musst du einfach, sag ich mal, ein gewisses Tier sein, ja? Beispielsweise, du kannst ein Dachs sein. Sehr, sehr vom Vorteil, wenn du dachsig bist. Dann setzt du dich durch. Ach du Scheiße. Ja, nee, ist klar, Digga. Ah. Was soll das? Ha? Ein Dachs. Sei wie ein Dachs. Du bist der Dachs. Du fühlst den Dachs. Du siehst, dass du dachsig bist. Und da bist du einer! Sei wie ein Dachs. Sei wie ein Dachs, Junge. Wie ein Dachs. Sag mal, hä? Was ist das für ein Geruch gerade? Auf der einen Seite riecht sehr streng, aber dann noch irgendwie nach Dino. Riecht ihr das auch, Chat? Also riecht ihr das auch oder bin nur ich das, der das riecht? Chat, ich frage euch, also riecht ihr das oder nicht? Müsst ihr da eure ehrliche Meinung sagen, ne? Wenn ich da nichts rieche. Wunderschöner, fluffiger Sieg, verdammte Scheiße. Hm.